So, da sind wir mit dem nächsten kleinen Tipp für euch. Wie ihr seht, wir sind gerade im Sumpfland und worum soll es gehen? Richtig, um diese Klippersäcke. Ich habe schon in anderen Videos gesehen und bei anderen Kollegen, sage ich jetzt einfach mal, dass man die später definitiv braucht. Aber wir kommen da nicht dran, wenn wir uns nicht ein bisschen was bauen. Was benötigen wir dafür? Eine Werkbank und dann einfach diese Treppen hochbauen. Wir haben schon einen hier unten weggeholt, aber ich habe mir gedacht, komm, hier sind noch welche, also bauen wir die auch hier ab. Hier habe ich mir einfach einen ganz simplen 1x1 Boden hingesetzt und ich habe dann eben gesehen, man kann am Baum selber diese 1x1 Platten auch dran bauen. Also rein theoretisch könnte man sich um den Baum einmal rumbauen. So, dann gibt es noch was, was zu beachten gibt. Wie könnt ihr diese abbauen? Leider nur mit einer Pickaxe. Also nicht einfach mit der Axt oder mit dem Schwert abhauen, das funktioniert nicht. Jetzt kommt hier ein bisschen Jump and Run. Zack. Und einmal, zweimal, dreimal. Zack. Ihr seht schon, hinzugefügt, Glibber zweimal. Und ich werde mich jetzt einfach um den Baum nochmal rumbauen, das alles abbauen, weil wer weiß, für was wirklich noch später gut ist, wie viel man dafür braucht. Ich hoffe, ich konnte euch damit schon ein bisschen weiterhelfen. Gerne ein Like da lassen. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Video. In dem Sinne, euch viel Spaß beim Zocken und verzweifelt nicht im Sumpfgebiet, so wie ich gerade, weil gefühlt, wenn du hier irgendwas machen willst, du hast direkt 6, 7 Gegner neben dir. Also in dem Sinne, viel Spaß euch noch und haut rein.